In diesem Video erfährst du einige Tipps für eine gesunde und ausgewogene Ernährung im Familienalltag. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um Alltagstipps und Tricks, wie du eine gesunde und ausgewogene Ernährung trotz stressigem Familienleben umsetzen kannst. Einige Tipps stammen von Mamas und Papas, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei Ihnen bedanken für das Teilen der Erfahrung. Diese Tipps sind meiner Meinung nach wirklich hilfreich, gerade wenn gerade viel zu tun ist oder wenn wie immer etwas dazwischen kommt. Ja, ich hoffe, für dich sind einige Inspirationen dabei und würde sagen, wir legen auch gleich los mit den Tipps für eine gesunde Ernährung im Familienalltag. Mit einer guten Wochenplanung kannst du jeden Tag eine gesunde Mahlzeit zubereiten, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen. Du kannst bei der Planung, ja, das ist mein Kleiner, der beschlossen hat, sein Mittagsschläfchen kürzer zu halten als normal und deswegen ist er jetzt mehr oder weniger beim Video dabei. Aber zurück zur Wochenplanung. Also bei der Planung kannst du Essenswünsche deiner Familie berücksichtigen und dir ja, mögliche Nörgeleien deiner Kinder ersparen. Du kannst auch alles auf einmal einkaufen und dir so wertvolle Zeit sparen. Und was ich auch ganz toll finde, du kannst planen, Arbeitsschritte zusammenzulegen. Das heißt, wenn du zum Beispiel planst, am Montag einen Kartoffelauflauf zu machen und am Dienstag ein Gericht mit zum Beispiel Kartoffelpüree, dann kannst du aber schon am Montag die Kartoffeln auch für den Dienstag vorbereiten und schälen. Dazu legst du dann einfach die Kartoffeln in Salzwasser ein und kannst sie dann problemlos am Dienstag weiter zubereiten zu dem Gericht, wie du magst. Natürlich ist es auch mit allen anderen Gemüse möglich, dass du schon vorbereiten kannst und dann am besten im Kühlschrank aufbewahrst. Extrem einfach und schnelles Ofengemüse. Dazu wird am besten Gemüse der Saison geputzt, etwas zerkleinert, wenn du möchtest, in eine Form gegeben oder auf einem Blech verteilt und mit etwas Olivenöl beträufelt oder mit Sahne übergossen. Und dann kannst du es kindgerecht noch würzen, wenn du möchtest. Man kann es ganz nach Belieben mit Käse bestreuen, muss man aber nicht. Das Ganze kommt dann in den Backofen, bis es weich gegart ist. Und ist super einfach, vielseitig und du kannst auch während der Garzeit etwas anderes tun. Schau, dass du immer Suppe vorgekocht hast. Entweder eine Knochenbrühe oder eine Gemüsesuppe. Es ist das beste und schnellste Essen, wenn du keine Zeit hast zum Kochen. Und du kannst die Suppe auch vorkochen und diese dann zum Beispiel in Eiswürfelformen einfrieren oder in größeren Behältern. Und je nach Bedarf dann auftauen und verwenden. Wie du Knochenbrühe richtig kochst, das habe ich in einem Video gezeigt und verlinke ich dir gern hier oben. Koch gleich für 2 Tage, aber mit unterschiedlichen Beilagen. Also am ersten Tag kannst du zum Beispiel einen Gulasch machen oder einen Eintopf mit Gemüse und dazu als Beilage Reis. Und am darauffolgenden Tag gibt es zum Beispiel als Beilage Kartoffeln oder einer anderen beliebigen Beilage. Nutze die Vorteile des Tiefkühlgerätes. Du kannst zum Beispiel Schnitzel oder Fleischleibchen, also Frikadellen, in größeren Mengen vorbereiten. Das heißt, panieren, würzen oder eben formen und diese dann einfrieren. Und bei Bedarf einfach erwärmen. Auch Bolognese oder Gemüse-Tomatensuppe sind gut dafür geeignet, eingefroren zu werden. Und bei Bedarf kannst du dann einfach frische Nudeln kochen und hast dann eigentlich schon eine vollwertige Mahlzeit. Wenn du Reis, Couscous, Hirse oder irgendeine andere Getreideform als Beilage kochst, dann mach gleich größere Mengen davon. Denn diese kannst du dann am nächsten Tag verarbeiten. Dazu einfach Gemüse weichdünsten oder anbraten, Fleisch oder Ei ist natürlich möglich und das dann mit dem Getreide vermengen. Zum Schluss noch frische Kräuter hinzu und entsprechend würzen und du hast schon ein tolles Gericht. Es ist wichtig, dass Kinder täglich Obst und Gemüse zu sich nehmen. Aber wie manche von euch wahrscheinlich kennen, haben Kinder darauf weniger Lust.
Deshalb kann man es Kindern einfach schön auf einen Teller herrichten. Das sind sogenannte Essensbilder. Und hier habe ich zum Beispiel aus Palatschinken, also Pfannkuchen, einen Schmetterling gestaltet. Und wie man sehen kann, wird der dann noch viel lieber gegessen. Denn die Kinderaugen essen einfach mit. Und man selbst kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und auch aus einer Karotte, Gurke und Birne habe ich einfach eine Blume gemacht. Frisches Obst und Nüsse halten immer griffbereit. Wenn es in Reichweite ist, greift man eher dazu. Kinder lieben es zu dippen. Und Gemüse zu dippen ist auch hervorragend, um die fettlöslichen Vitamine zu lösen. Dafür eignet sich zum Beispiel Sauerrahm, also saure Sahne und Joghurt, das du einfach vermengst und dann entsprechend noch würzt. Ja, und fertig ist der Dip. Egal ob aus Obst oder Gemüse, Smoothies als Eis lieben Kinder. Dazu einfach den Smoothie wie üblich pürieren und in einer Eisform füllen und einfrieren. So können Kinder gesund naschen und alle sind glücklich. Eine weitere Möglichkeit sind Summer Rolls. So kannst du gesundes Essen praktisch verpacken und zum Beispiel für Ausflüge mitnehmen. Dazu braucht man Reispapier. Dieses Reispapier habe ich im Biomarkt Dance gekauft und die Füllung kannst du ganz nach deinem Geschmack befüllen. Auch Reste vom Vortag aufgepeppt mit etwas frischem Gemüse eignet sich hervorragend. Es ist praktisch für unterwegs und du kannst es ganz nach den Vorlieben zusammenstellen. Zugegeben, es erfordert am Anfang etwas Übung, aber wenn man den Dreh raus hat, geht es super schnell und macht richtig Spaß, seine Rolle zu füllen. Ein paar Tipps an dieser Stelle. Nicht zu viel füllen und möglichst mittig platzieren, damit man die Enden dann überlappen kann und das Ganze besser zusammenklebt. Backe am Wochenende Kuchen oder Kekse zum Beispiel aus Obst, Gemüse, Datteln oder Nüssen als gesunden Snack für zwischendurch sozusagen. Es duftet nicht nur herrlich, sondern ist auch viel gesünder als die industriell hergestellten Kekse und Kuchen, die du im Supermarkt kaufen kannst. Für süße Gelüste ist es immer praktisch, ein ungesüßtes Apfelmus oder eine andere Art von Mousse zu Hause zu haben. Das Mousse kannst du dann noch verfeinern mit zum Beispiel Vanille oder Zimt und nach ein paar Löffelchen ist auch der Heißhunger auf Süßes verflogen. Ja, das war's auch schon jetzt mit den Tipps. Wenn du noch weitere Inspirationen hast, um den Familienalltag ein wenig zu erleichtern und dennoch sich gesund zu ernähren, dann schreib uns doch einen Kommentar. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig das doch mit einem Daumen hoch. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, ciao!